Sternen frei. Ich bin noch nicht so frei. Ich war schon Schnaps oder irgendwas. Zum Zahn. Mama wollte leben in Rom. Mama träumte nach Berlin. Aber Mama, Mama stirbt in Wien. Takt 2 bei Gmunden rockt, und zwar mit der im Moment größten Rockband Österreichs, Wanda. Die Jungs sind zum ersten Mal bei dem legendären Event in der Traunseestadt mit dabei und mussten auch nicht lange überlegen, als man angefragt hat. Ich mache so seit 10 Jahren immer Urlaub in Gmunden. Also für mich ist es ein Heimspiel, kann man nicht sagen, aber ja, aber ich begegne diesem Vertrauen auf jeden Fall. Als ich erfahren habe, dass wir hier spielen, habe ich mich sehr gefreut. Unser Drumtech, der Peter, ist von hier und er erzählt halt seit Jahrzehnten schon fast, wie schön seine Heimat ist. Diese Band ist beliebt bei Jung und Alt und spielen in ihrer ganz eigenen Liga. Und das wussten auch die Veranstalter Floro. Selten, dass ich mich so oder auch die ganzen Leute sich so gefreut haben auf einen Act. Und das ist das, warum wir Gmunden Rock machen. Es geht um Gänsehaut, es geht um eine coole Location, es geht um eine coole Sicht von der Bühne für die Band. Und so kommen sie auch immer wieder her. Ihre Fangemeinde ist riesengroß. Auch bei diesem Konzert sind ihre Anhänger aus ganz Österreich, Deutschland und Italien angereist. Auch die Musik, was die einfach spielen, das ist einfach inspirierend und die hilft mir außer, wenn ich mal eine schlechte Zeit habe. Und ja, Amore einfach. Ich liebe Wanda über alles. Weil wir aus der Nähe kommen und schon, glaube ich, die lokalen Unternehmen und sowas alles unterstützen wollen und weil wir gern da sind und die Leute passen, das Ringer passt, volle Schaufein. Die haben eine ziemlich natürliche Musik und da ist immer auch ein bisschen was vom Leben dabei, von Marco Wanda und speziell das letzte Lied, was er geschrieben hat, für den verstorbenen Bandkollegen. Das geht ja auch sehr, sehr ins Herz, muss ich sagen. Ne? Das authentisch und cool sind nach wie vor, ja. Ja, weil es ein super Event ist, weil es eine super Location ist und weil es eine gute Band ist. Deswegen habe ich die Freunde da eingeladen. Die machen Stimmung, sind voll super einfach. Mein Lieblingslied ist Columbo und ja, also ich höre es mir sehr oft an. Was gefällt dir an Wanda so gut? Ja, ich finde es einfach cool. Ich bin eigentlich das erste Mal da bei so einem Konzert. Ich höre aber daheim recht oft Wanda. Sie berühren seit Jahren mit ihren Liedern die Menschen. Wir wollten wissen, was berührt sie denn im Moment? Wenn man von Fans hört, dass es in ihr Leben irgendwie verbessert hat, dass sie irgendwie weitergekommen sind, das ist schon, das berührt auch, ja. Dass das funktioniert, dass man ein Lied aufnimmt und einen Text schreibt und das dann da bietet und dass das wirklich jemandem hilft, das muss man mal schaffen. Und nun, Burschen, Hand aufs Herz, was macht ihr kurz vor dem Auftritt? Also eine haben wir immer noch geraucht, aber wir umarmen uns vor dem Konzert. Wanda rockte Gmunden und mit Sicherheit geht die musikalische Erfolgsgeschichte der Rockband authentisch, ehrlich und kompromisslos weiter. Ebenso, wie man sie kennt. Weißt du,